Ich meine, das war doch hier ein tätischer Angriff, oder? Du wolltest den Tisch reißen. Ach so, nein. Ich hab gedacht, mein kleines Schwarz, das liegt über dem Tisch tragisch. Nein. Ich habe mir gedacht, die Kunst der Travestie hat für mich mal vor 22 Jahren begonnen. Und ich habe damit begonnen, auch nur... Ich sag doch, das ist die Carbonara. Die kommt oben, unten, überall raus. Carbonara, denke ich schon. Bei einigen Künstlern würde man ja sagen, die haben den Gesäßhusten oben rum. Aber das möchten wir ja nicht. Nein, meine Lieben, die Kunst der Travestie basiert natürlich eigentlich auf den ersten Jahren meiner Karriere auf jeden Fall von perfekter Lippensynchronität bei Playback-Nummern. Und da ich... Was lachen Sie denn da so? Ich mache nicht die Nummer. Leider nicht. Ach so, Sie meinen mit der Lippensynchronität. Nein, nein, auch das mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall nicht hier auf der Bühne. Oh. Sind Sie froh, dass ihr das nicht sehen müsst? Und ich werde es jetzt nicht in Französisch machen, auch nicht altfranzösisch. Ohne Zähne. Nein, auch nicht in Niederländisch, das haben wir dann später im Programm. Ich werde jetzt von einer meiner größten Inspirationen, weil sie auch in einem sehr hohen Alter eigentlich erst wieder angefangen hat, auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zurückzukehren. Und zwar Frau Eartha Kitt oder Erika Kitt auch genannt. Und sie ihres Zeichens singt ja in den unterschiedlichsten Sprachen. Und ich habe eine Version von Come On In My House auf Japanisch. Oh. Ich habe Augencreme. Sie sind wieder in den 80ern, ganz eindeutig. Ja, aber das ist der Frühling der 80er, ne? Schön. Das DDR liegt wieder runter. Oh, Mikrofon. Ja, ich bin deshalb so früh abgehauen, weil ich den Text noch nicht konnte von der Nummer. Den musste ich noch ganz fix auswendig lernen. Spreche ich zu schnell? Nein, okay. Wer bist du denn eigentlich? Das ist die Margot Honecker. Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Ich wollte gerade
gerade sagen, das ist doch bestimmt... Mikrowellen getrocknet. Das ist doch die Frisur, von der du vorhin erzähltest, oder? Nein, das ist nicht die Frisur, das ist ein Plagiat. Ein Plagiat? Ein Plagiat. Also die Barbara Schöneberger, bei Wetten, das sei fast so ähnlich. Ja, das stimmt. Die hatte noch größere Eier. Die hat ja diesen Wagen ziehen müssen und seitdem so eine komische Ausbuchtung hier vorne. Ja. Mhm. Ich habe es gesehen, ich fand es ziemlich... Habt ihr das eigentlich erzählt, was Markus Lanz gesagt hat? Was für ein geiles Kind. Der kleine, geile Junge, zeig mir doch mal deinen Bauch. Ist das nicht schön? Ja, aber meine Güte, wer interessiert sich denn schon für Markus Lanz, bitte? Ich weiß nicht, was für ein Pickheiz in ihren nackten Bauch. Und der fühle ich mich auch nicht. Der ist nett anzuschauen, aber den Mund darf er nicht aufmachen, Schatz. So, warte mal. Ihr seht jetzt, ach, die grüne Neune. Jetzt ist... Das ist Sexualität, das kennst du noch. Es ist unglaublich. Also wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich das alles so ein bisschen nach unten rum verlagert hier bei dieser Show. Das wollten wir auch gar nicht. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Es ist eigentlich eine sehr, sehr ernstzunehmende... Ich dachte, wenn er jetzt war hier. Ich glaube, du hast das Konzept nicht verstanden. Ach du Schande, ich habe gedacht, das wäre alles sehr anspruchsvoll. Das ist Unterhaltung hier. So, okay, dann würde ich sagen, wir fangen nochmal an mit dem Intro. Nein.